Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Journal bei Ricke TV Bodensee. Unser Top-Thema heute: Das Landratsamt in Biberach veranstaltet mit Kooperationspartnern einen Sportinformationstag für Flüchtlinge. Integration gelingt. Außerdem haben wir noch diese Themen für Sie. Gewaltprävention an der Schule. Wie Jugendliche lernen, Gewalt zu vermeiden. Crowdfunding. Tischtennisspieler wollen zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Außerdem Mühlenviertel. Aus dem Bezner Areal in Ravensburg entsteht ein modernes Wohngebiet. Zunächst aber zu diesem Thema. Integration von Flüchtlingen kann auch spielerisch und durch Sport möglich sein. Denn Sport verbindet, macht Spaß und ist gesund. Genau deshalb hat das Landratsamt Biberach mit Kooperationspartnern heute einen Sportinformationstag veranstaltet. Schüler mit und ohne Migrationshintergrund konnten sich aber nicht nur informieren, welche Sportarten es gibt, sondern konnten sie auch gleich ausprobieren. Beim Fußball geht's um Geschicklichkeit, um Teamgeist und natürlich sollen die Schüler Spaß an der Sache haben. Kicken, passen, dribbeln, das ist nur eine Station beim Sportinformationstag in Biberach. Rund 280 Schüler aus Biberach und Ummendorf mit und ohne Migrationshintergrund sind dabei. Ein paar von ihnen gehen in reguläre Klassen, andere besuchen eine Vorbereitungsklasse. Der Sportinformationstag heute, der soll Menschen mit Fluchterfahrung aufklären über unser System hier in Deutschland. Wo kann man welche Sportart machen, über den Verein und die Vereinstätigkeit, was bringt das noch alles mit. Weil die Menschen oft aus Ländern kommen, wo es keine Vereine gibt. Und bei uns ist soziale Integration sehr viel über Vereine gesteuert. Und deshalb möchten wir die Jugendlichen motivieren, dass sie in Vereine gehen. In Gruppen schauen sich die Schüler an, was ein Verein ist und wie man mitmachen kann. Auch das Rote Kreuz ist vor Ort und gibt den Schülern einen kleinen Einblick in die Erstversorgung von Verletzten. Aber der Sport steht natürlich im Mittelpunkt. Also wir haben American Football gespielt, beim Deutschen Kreuz waren wir, dann haben wir dann auch noch ein Kreuzworträtsel gemacht zu Sportverein, konnten dann noch was malen. Und jetzt haben wir gerade auch Fußball gespielt, wie Sie es im Hintergrund sehen, und Basketball haben wir auch gespielt. Es geht bei dem Tag auch darum, dass sich die Schüler durch den Sport ganz ungezwungen austauschen und Kontakte knüpfen können. Die manchmal fehlenden Sprachkenntnisse sind für die Kinder kein Problem. Sie gehen auf ihre Weise damit um. Ja, es war auch eine ganz neue Erfahrung. Ich habe als erstes mal Faustcheck gemacht und ja, dann haben wir uns ganz gut verstanden. Der Sportinformationstag hat erstmals in Biberach stattgefunden. Das Amt für Flüchtlinge und Integration des Landkreises Biberach spielt nun mit dem Gedanken, so einen Tag auch in Laupheim und Riedlingen zu veranstalten. Ein Regionalzug ist auf der Bahnstrecke zwischen Engen und Singen im Kreis Konstanz in eine Schafherde gerast. Bei dem Zusammenstoß starben mindestens 50 Tiere, so ein Sprecher der Bundespolizei in Konstanz. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich die Herde mit rund 150 Tieren aus bislang ungeklärter Ursache aus ihrem Gehege befreit und war am frühen Mittwochmorgen auf das Bahngleis gelaufen. Die Bahnstrecke war mehrere Stunden lang gesperrt. Ein Ersatzverkehr war eingerichtet. Und nun zu weiteren Nachrichten aus der Region. Geräteschuppen abgebrannt. Ein Geräteschuppen ist in Tannweiler nahe Aulendorf in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Aulendorf rückte am Dienstagnachmittag aus. Sie verhinderte zunächst ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und löschte dann den Schuppen. Dort waren landwirtschaftliche Maschinen und Geräte gelagert. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 300.000 Euro. Durch die extreme Hitzeentwicklung erlitten zwei Feuerwehrangehörige Brandverletzungen. Sie wurden von den Mitgliedern des DRK vor Ort versorgt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Arbeiten haben begonnen. Der Basilika-Vorplatz in Weingarten gleicht ab sofort und die kommenden anderthalb Jahre einer riesigen Baustelle. Bis Ende 2019 werden dort diverse Baumaßnahmen umgesetzt. Das Amt Ramsburg von Vermögen und Bau Baden-Württemberg hat mit der Sanierung und Neugestaltung des Vorplatzes begonnen. Doch obwohl mit massiven Einschränkungen zu rechnen ist, wird der Vorplatz und damit auch die Basilika, das Dekanat Allgäu-Oberschwaben sowie das Martinus-Kloster-Café immer zugänglich sein.
Nach Abschluss der 2,8 Millionen Euro teuren Arbeiten soll der gesamte Vorplatz einen neuen Belag und neue Beleuchtung haben, sowie die Basilika barrierefrei zugänglich sein. 7 Kandidaten für Sigmaringer Bürgermeisterposten. 6 Herausforderer wollen in Sigmaringen Bürgermeister Thomas Scherer das Amt streitig machen. Das Bewerberfeld ist größer als erwartet. Als Herausforderer mit den besten Chancen gilt der Sigmaringer Rechtsanwalt Markus Ehm. Der 45-Jährige ist promovierter Jurist und er hat eine Verwaltungsausbildung. Der Wahltag ist am Sonntag, 1. Juli. Eine Stichwahl wäre, falls nötig, am 15. Juli. Bürgermeister Scherer bewirbt sich in Sigmaringen für eine zweite Amtszeit. Sprung in den See. Hunderte Soldaten der Bundeswehr sollen im Juli wieder vor Langenargen in den Bodensee springen. Die Übung findet traditionell als Begleitprogramm zum dortigen Uferfest statt und wird in der Regel von zahlreichen Zuschauern verfolgt. Dieses Jahr soll ein Notverfahren Wasserlandung zur Vorbereitung künftiger Einsätze geübt werden. Das Spektakel wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der französischen Besatzungsmacht am Bodensee ins Leben gerufen und wird nun seit mehr als 20 Jahren von der Bundeswehr fortgeführt. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Gewalttaten sind heutzutage leider nichts Seltenes. Auch an Schulen kann das zum Alltag gehören. Um dem vorzubeugen, geht Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger regelmäßig in Schulen. Bei ihm lernen die Jugendlichen in 4 Unterrichtsstunden, wie sie gar nicht erst zum Opfer werden. Na, so schön und so alleine. Was liest denn da? Hallo? Hey! Mehrmals die Woche besucht der Kriminalhauptkommissar Schulen im Bodenseekreis. Heute ist er in der 8. Klasse der Realschule in Meckenbeuren mit dem Thema Opfervermeidung und Zivilcourage. Also entgegen meiner Körpergröße bin ich mit Sicherheit nicht der richtige Kraftprotz, sondern ich bin sensibel und das hilft mir hier auch weiter im Unterricht. Die Kinder sehen zwar den riesengroßen Mann, aber ich kann natürlich sehr einfühlsam mit den Kindern umgehen. Und das ist auch sicherlich ein Naturell von mir, dass ich sensibel bin. Hey, was bist denn du für ein Pisser? Wer Arsch? Peter Köstlinger kann aber auch so, nämlich dann, wenn er im Unterricht den Fiesling spielt und den Kindern zeigt, wie sie sich richtig schützen können, vor allem vor Gewalttätern. Eine Arbeit, die dem 58-Jährigen auf den Leib geschneidert ist. Um den Jugendlichen einfach die Augen zu öffnen, Achtung, Gewalt gibt nur Verlierer, Täter ist ein Verlierer und das Opfer ist ein Verlierer. Und wir versuchen, euch als Opfer hier anzusprechen. Und ich sage immer, so ein positives Nebenprodukt ist, der Täter sitzt aus Versehen hier auch drin. Mit interaktiven Rollenspielen, authentischen Beispielen, Humor, aber auch Ernsthaftigkeit beweist er den Schülern, wie einfach sie es dem Täter machen und wie sie künftig präventiv dagegen vorgehen können. Steh auf! Hören Sie jetzt auf! Richtig draufhauen! Hören Sie jetzt auf! Perfekt, und jetzt kannst du dir Hilfe holen. Hey, Sie da, helfen Sie mir! Ich werde hier bedrängt! Der erfahrene Kriminalhauptkommissar macht den Jugendlichen sehr authentisch deutlich, was sie in einem solchen Fall zu tun haben. Für Rektorin Ulrike Wiedmann ein Muss an der Schule. Für die Schule und den Alltag in der Schule ist es ganz, ganz wichtig, ist ein zentrales Thema. Weil nur wenn in der Schule eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht, ein gutes Miteinander, Höflichkeit, Freundlichkeit, Wertschätzung und Respekt, kann überhaupt Leistung gebracht werden. Ich denke, das ist die Basis für ein gutes Arbeiten, ist, dass man eine hohe Sozialkompetenz bei den Schülern erzielt. Für die richtige Motivation ist natürlich gesorgt. Machen die Schüler gut mit, bekommen sie sogar ein kleines Geschenk von Peter Köstlinger. Die Jugendlichen sind begeistert und nehmen viel mit. Dass wir besser auf der Straße aufpassen sollen. Dass ich weiß, auf was ich achten soll, wenn ich so einen Typ sehe und dass ich den am besten ignorieren sollte. Dass man halt mehr aufpassen soll auf der Straße und halt vorsichtig sein soll. Gerade noch in der Schulklasse und jetzt begrüße ich Peter Köstlinger ganz herzlich bei uns im Fernsehstudio. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sie sind Mitarbeiter des Referats für Gewaltprävention am Standort Friedrichshafen. Wie muss ich da Ihre Aufgaben mir vorstellen? Was machen Sie da? Also ich mache jeden Tag Unterrichte in Schulklassen. Wir sind natürlich auch nachmittags bei Senioren und Institutionen unterwegs. Wir machen Einbruchsprävention. Und mein Hauptarbeits- und Tätigkeitsfeld ist die Arbeit mit Schülern morgens in den Schulen, hauptsächlich in den 8. Klassen. Und ich versuche dort einfach Gewalt zu verhindern, sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern.
Wie sehen Sie die Entwicklung von Gewaltbereitschaft bei uns in der Region? Ist sie gestiegen oder ist sie vielleicht sogar rückläufig geworden? Wie schätzen Sie das ein? Also die Statistik, die Polizeistatistik sagt, dass die Gewalt ein wenig zurückgegangen ist, seit Jahren. Aber was wir beobachten, ist natürlich, dass die Gewaltauswirkungen, wie Gewalt ausgeübt wird, verstärkt ist. Das heißt, ob ich mit einem Schuh, mit Messer, mit Waffen Gewalt ausübe, das ist gestiegen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch von den Medien her natürlich ganz anders wahrnehmen. Früher war das viel, viel Gewalt und jetzt ist es ein bisschen weniger Gewalt, aber diese Gewalt ist stärker. Welche Gruppen sehen Sie denn besonders gefährdet? Also das ist etwas, ja, was wir natürlich jetzt gerade auch hier mit unserem Flyer machen. Wir versuchen, in die 8. Klassen zu gehen. Wir könnten auch 6. bis 8. Klasse gehen. 8. Klasse finde ich persönlich positiv, weil da sind sie gerade mit 14 Jahren strafmündig. Sie sind auf dem Weg nach draußen. Sie gehen auf Partys, sie fahren mit dem Fahrrad, sie sind auf Lagerfeuer, sie gehen ins Kino. Sie sind nicht mehr bei ihren Eltern, die sie wie Hubschrauber umtüdeln, sondern jetzt sind sie unterwegs. Und das sind die Personengruppe, wo wir jetzt sagen, die hat's nötig, da sollten wir schauen, denen sollten wir beibringen, was Gewalt ist und wie sie sich vor Gewalt schützen können. In unserem Bericht haben Sie ja die 8. Realschulklasse in Meckenbeuren besucht. Wie wichtig ist Gewaltprävention auch für andere Schulen? Das ist immer wichtig, also nicht nur in Meckenbeuern. Ich bin jeden Tag in einer Schule irgendwo im Bodenseekreis unterwegs und übrigens auch meine Kollegen im Polizeipräsidium in den anderen Landkreisen und in ganz Baden-Württemberg gibt es so Kollegen wie mich, die auch unterwegs sind. Also wir versuchen, jede 8. Klasse zu erreichen, wenn es möglich ist, um einfach präventiv dort die Gewalt als Thema anzusprechen. Genau. Mich würde interessieren, ich bin ja auch Mutter von 2 Söhnen in diesem gewissen Alter, im 13 bis 16 Jahre. Wenn mein Kind zum Beispiel Opfer von Gewalt geworden ist, durch Mobbing oder auch durch tätlichen Angriff, was kann ich als Eltern tun, um meinem Kind also Hilfe anbieten zu können aus Ihrer Sicht? Also sagen Sie Ihrem Sohn, er soll sich zu anderen Leuten wenden. Mhm. In der Schule natürlich ganz vorn, Schulsozialarbeit, der Klassenlehrer, die Rektorin, der Rektor oder sein in der Klasse der Klassensprecher. Es ist wichtig, dass er sich überhaupt nach außen outet. Mhm. Wenn er mit dem Problem alleine bleibt, dann hat er verloren. Mhm. Sich öffnen, mit jemandem sprechen, kommunizieren, auch sprechen Sie mit Ihrem Kind, dann kann man das vielleicht verhindern, dass er tiefer in diese Gewaltspirale hineinrutscht. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Peter Köstlinger, dass Sie da waren und uns so tolle Einblicke in Ihre Arbeit gezeigt haben. Vielen Dank, danke. Schön, dass Sie da waren. So, liebe Zuschauer, wir kommen zu weiteren Nachrichten aus der Region. Road to Tokyo ist ein Crowdfunding-Projekt des TTF Liebherr Ochsenhausen und seines Nachwuchsleistungszentrums sowie des Liebherr Master College, kurz auch LMC. Es soll Tischtennistalenten den Weg zu den Olympischen Spielen ebnen. Wenn die benötigten 50.000 Euro zusammenkommen, können die Spieler 2020 nach Tokio. Aber das ist nicht das einzige Besondere an diesem Projekt. Mit einer ungewöhnlichen Aktion will der deutsche Tischtennis-Vizemeister TTF Liebherr Ochsenhausen seine Talente in der Nachwuchsakademie unterstützen. Das angegliederte Liebherr Masters College will mittels eines Crowdfunding-Projekts im Internet 50.000 Euro sammeln, um den Spielern eine nachhaltige Förderung am LMC zu sichern und sie dort auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorzubereiten. Wir haben hier ein paar Talente bei uns in Ochsenhausen. Die benötigen noch Hilfe, um einfach eine finanzielle Unterdeckung einfach zu covern. Und da haben wir uns bereit erklärt, sie zu unterstützen. Hat eine andere Strahlkraft, ganz einfach, als wenn die Jungs, jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und deswegen haben wir diese Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um zu gucken, weil wir eben letztendlich auch regional ein Name sind, ein Gesicht sind und die Jungs einzeln natürlich nicht unbedingt. Und so kamen wir eben auf die Idee. Das Geld soll für Reisekosten für Turniere, besseres Fitnesstraining, Physiotherapie und Zusatztrainingspartner verwendet werden. Die Kampagne läuft bis zum 30. Juni. Das Motto ist alles oder nichts. Bedeutet, sollte der Betrag bis dahin nicht erreicht sein, bekommt jeder Spender sein Geld zurück. TTF-Präsident Pijunovic gibt sich jedoch optimistisch. Wir haben, glaube ich, jetzt knapp zwischen 35% und 40% erreicht. Das innerhalb der ersten 5 Tage. Es sind noch einige Tage im Rennen. Bis zum 30.06. haben wir Zeit und deswegen bin ich da eigentlich recht zuversichtlich und blicke nach vorn. Mehr als ein Drittel der Spendensumme ist in der Zwischenzeit eingegangen. Und wer spendet, bekommt auch eine Gegenleistung.
Wir haben einen Prämien-Shop entwickelt auf der Seite. Dort kann man sich eine Prämie aussuchen. Das ist eigentlich fast gleichzusetzen wie mit dem Fachhandel. Also wenn man sich dort eben Preise anguckt, da gibt es wirklich vom T-Shirt bis hin zu Elektrogeräten alles Mögliche, was unsere Partner auch zur Verfügung stellen konnten, kann man sich aussuchen. In diesem Wert spenden sie letztendlich an uns, aber wir bekommen direkten Gegenwert dafür. Platziert ist die Kampagne bei fairplayed.org, dem größten deutschen Crowdfunding-Portal für Sportprojekte. Liebe Zuschauer, was in der Welt des Sports alles so passiert ist, das wissen nun meine Kollegen aus der Sportredaktion. Neuer Job. Eigentlich wollte Lukas Slawetinski seine Eishockey-Karriere bei den Ravensburg Tower Stars in der deutschen Eishockey-Liga 2 fortsetzen. Daraus wurde nichts, denn die Tower Stars wollen ihre Abwehr verjüngen. Slawetinski hat nun eine neue Aufgabe gefunden. Beim Oberligisten ERC Sonthofen wird der 36-Jährige sportlicher Leiter. Zudem setzt Slawetinski bei den Bulls in den kommenden 2 Jahren auch seine sportliche Karriere fort. Klaus Bodenmüller vom TSV Meckenbeuren hat am vergangenen Wochenende bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren mit Erfolg teilgenommen. Über die beiden Laufstrecken 400 und 800 Meter war Bodenmüller schnellster in der Altersklasse M45 und holte jeweils Gold. Detlef Stigl vom Tischtennisverbandsligisten TTC Blau-Weiß-Tuttlingen hat bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Dillingen einmal mehr überzeugt. Der Tuttlinger sicherte sich an der Seite von Ralf Neumeier vom TV Kalmbach zum 3. Mal in Folge den DM-Titel im Doppel. Willkommen zurück im Journal. Im Mühlenviertel, wie das Beetzenareal jetzt heißt, geht's in Riesenschritten voran. Die Rohbauten der 4 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 51 Wohnungen drin stehen. Am Dienstag wurde Richtfest gefeiert. Das 11.000 Quadratmeter große Areal im Ravensburger Osten verwandelt sich momentan von einem Fabrikgelände in ein Wohngebiet. Die größten Brocken der neu entstehenden Wohnungen gehen auf das Konto des Bad Saulgau Bauträgers Reisch. Wir haben 54 Wohnungen, wir haben eine große Durchmischung, das heißt wir haben 2-Zimmer-Wohnungen, da wird vermutlich ein Personenhaushalt drin sein, aber wir haben auch große 4-Zimmer-Wohnungen, da können Familien drin sein. Also es ist relativ schwer zu sagen, aber ich gehe davon aus, dass es mindestens 100 Bewohner sein werden. Auch die Bruderhausdiakonie ist auf dem Gelände aktiv. Sie saniert das alte Backsteingebäude an der Holbeinstraße so, dass dort 78 psychisch kranke Menschen in Werkstätten arbeiten können. Dort eröffnet im Sommer außerdem ein öffentliches Tagescafé und ein kleiner Tante-Emma-Laden. Darüber hinaus baut eine Baugruppe den historischen Beetzner-Turm um. In diesem exponierten Gebäude werden künftig 10 Parteien wohnen. Wir haben einmal zum einen historische Gebäude, wir haben Neubauten. Diese Durchmischung haben wir nicht so alltäglich immer. Und zum anderen die unterschiedlichen Partner, die hier dabei sind. Wir haben eine Baugemeinschaft, wir haben die Bruderhausdiakonie, die gemeinsam mit uns dieses Projekt entwickelt hat. Also ich kann wirklich uneingeschränkt sagen, es war jederzeit eine tolle Entwicklung. Wir haben partnerschaftlich das Projekt gemeinsam entwickelt, haben an einem Strang gezogen und es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Umso mehr schöner ist, dass natürlich heute alle auch gemeinsam mit uns das Richtfest feiern. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp betont in seiner Ansprache beim Richtfest, die Stadtverwaltung tüftle gerade neue, attraktive und autofreie Wege vom Mühlenviertel in die Innenstadt aus. Außerdem lobte das Stadtoberhaupt das Tempo, in dem es auf dem ehemaligen Firmengelände vorangeht. Bereits im Frühjahr 2019 sollen die Mehrfamilienhäuser so weit fertig sein, dass die ersten Bewohner einziehen können. Bis dahin wird dann auch die mehr als 100 Jahre alte Markthalle ein neues Gesicht bekommen. Sie wird zu Büroloft umgebaut. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Ursula Schulte will Kinder und Jugendliche mit einem Verkaufsverbot stärker vor den Gefahren von Energy Drinks schützen. In Großbritannien hatten einige Geschäfte bereits den Verkauf von Energy Drinks an Jugendliche gestoppt. Darunter auch die deutschen Discounter Aldi und Lidl. Das müsste auch in Deutschland möglich sein, so Schulte. Energy Drinks seien extrem koffeinhaltig und damit aufputschend. Wie sehen die Menschen in der Region das? Ist das nachvollziehbar oder reine Panikmache? Wir haben in Ravensburg, Biberach und Friedrichshafen nachgefragt. Ich glaube einfach, dass junge Menschen das noch nicht so in der Verantwortung sehen können wie Ältere dann. Ja? Also man weiß einfach als junger Mensch nicht, was man im Körper zumutet, bestimmte Dinge. Ja? Also aber ob man es verbietet, ich glaube, nee, ich
Da nee. Muss man so vieles verbieten. Ja. Da fangen wir bei Gummibärler an, bei Schokolade, genau. Bei Chips. Das ist alles auch nicht gesund. Ich trinke seit 50 Jahren Kaffee. Ist auch Koffein. Bin kaum gesund. Also ich finde, Jugendliche brauchen Energies. Also ich persönlich trinke jeden Tag 1 bis 2. Das brauche ich einfach so und es schmeckt auch und keine Ahnung. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, sich ein gesundes Getränk zu kaufen, wenn es also was, wenn mich der Durst überkommt, ne? Dann denke ich mal, dann kann man sich also auch was Besseres, was Gesünderes also kaufen. Ich trinke selber nicht. Ich finde es gut, wenn es Kinder nicht trinken. Vielleicht sollte man da eher ein Gesetz einführen. Aber ich finde, wenn jemand trinken will, dann soll er es auch trinken, also ab 18. Ich meine, ich hatte auch schon gewisse Erfahrungen damit. Das war nicht so angenehm. Ich habe selber 3 Kinder. Und versuche die immer davon abzubringen, weil die ganzen Zusatzstoffe und was da alles drin ist, bin ich überhaupt nicht von begeistert, aber es ist schwer. Finde ich nicht gut. Wieso denn? Weil ich selber viel Energy Drinks trinke und ich finde das jetzt eigentlich, wenn du es für Kinder verbietest, würde ich verstehen, aber ab was für ein Alter denn? 16 Jahren ungefähr. Ja, ich finde, mit 16 kannst du doch selber entscheiden, ich kann jetzt Energy Drinks trinken oder nicht, oder? Die ganz heißen Temperaturen scheinen erstmal vorbei zu sein. Zwar strahlte die Sonne auch heute wieder über Ravensburg und über die Region, es schoben sich aber immer wieder Wolken davor und vereinzelt regnete es auch. Wie das Wetter in der zweiten Wochenhälfte wird, sagt uns jetzt Anna Gröbel aus der Wetterredaktion. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben es jetzt mit dem kleinen Tief Tschiska zu tun. Man sieht es allerdings gar nicht wirklich auf unserem Strömungsfilm, es würde eigentlich genau über Deutschland liegen, aber trotzdem hat es das Tief in sich. Es können nämlich örtlich Unwetter auftreten. Nach einer teils gewittrigen Nacht geht es schon am Donnerstagvormittag mit Schauern und Gewittern weiter. Die meisten gibt es aber in den Nachmittagsstunden und die können lokal recht heftig, sogar unwetterartig ausfallen. Aber natürlich trifft das nicht jeden Ort. Es bleibt abseits der Gewitter aber sehr warm und auch recht freundlich mit 22 bis 27 Grad. Ausgangs der Nacht ziehen schon bei uns in der Region ein paar Schauer durch. Die werden vorübergehend schwächer. Es bleibt dann auch mal längere Zeit trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Aber dann brodelt es wieder ganz schön in der Atmosphäre. Nachmittags müssen wir wieder vermehrt mit Schauern und Gewittern rechnen, besonders Richtung Alp. Die Temperaturen steigen auch bei uns auf Sommerniveau. Es gibt 22 bis 25 Grad. Am Freitag müssen wir erneut mit Gewittern rechnen. Es besteht auch wieder die Gefahr von Unwettern. Pünktlich zum Wochenende beruhigt sich das Wetter aber ein bisschen. Das Gewitterrisiko lässt nach, es zeigt sich längere Zeit die Sonne. Es gibt dann auch wieder Badewetter. Die Temperaturen steigen nämlich bis auf 28 Grad. Zum Start in die neue Woche gehen die Temperaturen allerdings zurück auf Normalniveau. Und es bleibt dann eher wechselhaft. Es ist nämlich immer wieder mal ein bisschen Regen mit dabei. Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder vom Journal bei Regio TV Bodensee. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Immer wie gewohnt ab 18 Uhr. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.